Amelie, 17 Jahre, Schülerin aus München. Mit einer Petition will sie den Landtag bewegen, Exen und Ausfragen abzuschaffen. In Bayern sind unangekündigte Leistungsnachweise erlaubt. Die Schulen können selbst entscheiden, ob sie solche Tests durchführen. Amelie meint, drohende Exen und Ausfragen sorgen nur für Stress und Angst. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wenn man unter Angst und Stress lernt, dass es eben nicht nachhaltig ist. Und aus meiner Erfahrung kann ich auch sagen, dass unangekündigte Leistungsnachweise vor allem dazu führen, dass die SchülerInnen sich möglichst viel Wissen kurzzeitig und oberflächlich in ihr Kurzzeitgedächtnis pressen, um es danach schnell wiedergeben zu können, es aber nicht nachhaltig lernen und viel davon schnell wieder vergessen. Amelie sieht die Petition als ersten Schritt zu einem positiven Lernklima an Bayerns Schulen. Eltern- und Schülerverbände unterstützen sie und auch einige Lehrerverbände. BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann glaubt, Schüler und Schülerinnen lernen besser, ohne den Druck ständig drohender schlechter Noten. Es gibt einen wunderbaren Satz, der heißt Catch him by being good. Das wäre der Auftrag von Schule, Kinder zu erwischen, im positiven Sinne, wenn sie gut sind. Wann kannst du was leisten? Wann bist du gut drauf? Zeig mir, was du kannst. Natürlich gibt es dann auch Dinge, die die Kinder nicht können. Da kommen wir dann schon hin. Aber erst mal anzufangen bei was Positivem. Das Ziel eines positiven Lernklimas teilt der Philologenverband. Aber der Verband will den Schulen die Freiheit lassen, selbst zu entscheiden. Exen und Ausfragen könnten durchaus sinnvoll sein. Also ich glaube, wenn man Schüler fragt, würden alle spontan sagen, wir brauchen weniger Druck und schaffen wir doch die Leistungsnachweise ab. Auf der anderen Seite sind wir natürlich in einer Gesellschaft, die leistungsbetont ist. Nicht umsonst der Begriff einer Leistungsgesellschaft. Und der Rahmen, der uns dann nach der Schule empfängt, ist einer, in dem natürlich auch unangekündigt Situationen entstehen, in denen ich Leistung bringen muss. Das Gymnasium in Oettingen in Schwaben kommt seit Jahren ohne unangekündigte Leistungsnachweise aus. Die Schüler lernen hier in Lernlandschaften und Projekten. Schule müsse kindgerecht gemacht werden, nicht kinderschulgerecht, heißt es hier. Nicht prüfen, ob jemand etwas nicht kann, sondern mit den Schülern und Schülerinnen lernen, bis sie etwas können. Laut Schulleiter kommt das bei Schülern und Eltern gut an.